Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute kann ich euch mal wieder ein bisschen was Besonderes zeigen, denn heute seht ihr ein Replay und zwar von mir selbst, wie ihr seht. Mit dem Skoda T50 bin ich hier unterwegs. Karte ist Moor. 10er, 9er, 8er Gefecht, also das klassische Matchmaking, was man jetzt so haben soll. Ich bin allein unterwegs. Meistens die ersten Erfolgsmarkierungen oder Gunmarks habe ich auch schon sammeln können. Hier gab es eine Mini-Kollision mit dem T4400, aber halb so wild. Und ja, ich wollte erstmal kurz hier rüberfahren, habe aber gemerkt, hoppala, du fährst ja gar kein Schweden. Weil ich habe ja wirklich sehr viel die Schweden gespielt und jetzt spiele ich aber aktuell sehr ausgiebig den Skoda T50, weil ich unbedingt den TVP will. Das ist wirklich ein geiles Teil und auf den freue ich mich unfassbar. Aber man muss auch sagen, auch der Skoda T50 ist ein Sahneschnittchen von Panzer. Und das, denke ich, habe ich in dieser Runde hier mal gezeigt. Hier ist schon der erste Bulldog offen. Mal mit Auto-Aim drauf, aber der beachtet mich nicht großartig. Und mit dem dritten geht dann der erste Damage wenigstens mal ins Ziel. Da hat der Bulldog mal einen auf die Mütze bekommen. Aber 334 ist natürlich nicht wirklich krass. Man hat 3 Granaten im Magazin. 19,8 Sekunden oder sowas ist hier der Reload in dem Fall. Waffenbrüder habe ich noch nicht drauf. Und zwischen den Schüssen liegen 1,8 Sekunden. Also da hat man recht schnelle Schusskadenz. Und das ist, oder Kadenz, das ist natürlich gerade ganz besonders, weil man einfach wirklich ganz, ganz, ganz schnell die Schüsse rausbekommt. Und das macht auch den Panzer aus. Er ist sehr mobil, er ist sehr agil. Und man hat wirklich einen guten Reload mit einer vernünftigen Kanone. Man kann hier sehen, der Durchschlag sind 248 mit Normal, 310 mit Premium und keinerlei Panzerung. Also das ist das wirklich der Nachteil bei dem Ding. Wenn ihr mal denkt, yo, da ist ein Gegner, ist hier nur Tier 7 oder sowas, selbst der durchschlägt euch. Also Panzerung selber ist wirklich Glückssache, dass mal irgendwas überhaupt abprallt. Und das hat nichts mit der Panzerung zu tun, sondern wirklich nur damit, dass man hier dementsprechend mal Glück hat. So, der AMX 50B, der macht es mir bis dato ehrlicherweise recht leicht. Hab zwar eine von ihm bekommen, aber ansonsten habe ich ihn jetzt auch schon 5 Hits geben können. Und ja, der Schaden, ihr seht es links unten, immer gut über 300. Das ist schon schnieke. So, da jetzt allerdings das Objekt 430 da hinten. Die Einzielzeit der Kanone ist nicht so perfekt. Also da könnte es durchaus ein wenig schneller gehen teilweise. Aber klar, auch irgendwo muss der Panzer seinen Nachteil haben und nur die Panzerung kann es auch nicht sein. Und vielleicht ist es teilweise, ihr wisst es ja selbst, im Gefecht immer ein bisschen subjektiv. So, und jetzt hier der AMX. Gleich den nächsten Treffer. Der erste, zweite, dritte. Und dritte sitzt auch, war ja wenig vorschnell, weil er einfach so geil schnell schießt. Aber wir liegen schon 3:7 hinten. Das ist natürlich aktuell noch nicht so wirklich sexy, weil ihr seht, unten links auf der Karte so gesehen, da ist unfassbar viel los gewesen. Und da wurden einfach alle meine Teammates aufgeraucht, die dann dahin gekommen sind. So, und jetzt hier habe ich ja natürlich selber wahrgenommen, hoppala, da unten links ist aber ganz schön viel, deswegen konnte ich jetzt hier so entspannt durch die Mitte fahren. Der Skorpion, da lassen wir bewusst Zeit, um einzuaimen, denn natürlich muss der weg, das war mir ganz klar bewusst, da der Type 4 schwer, da muss man wirklich sogar teilweise mit der Seite schon ein wenig hadern, weil da kommt man nicht immer durch, aber hier in dem Fall hat es geklappt, 5:9 liegen wir derzeit noch hinten. Wir haben noch einen 10er, 3 9er mit mir und 2 8er. Der Gegner hat noch 2 10er, 2 9er und den Rest 8er. Also von dem her liegt er da gut in Führung. Aber der Cannabon kann er den WZ-120 wegmachen. Damit ist schon mal ein 9er mehr aus dem Spiel raus. Und jetzt natürlich ist ganz wichtig, da hinten mal zu decappen. Deswegen ping ich da auch drauf, dass da mal sehen, Jungs, ihr müsst euch auch darum kümmern. Aktuell bei 3800 Damage.
Auch die Runde ist übrigens im Stream entstanden, wie eigentlich alle Replays, die ich euch zeige. Spiele alles im Stream. Und da war wichtig, dass ich den wegmachen konnte, den Pilot. Der T57 Heavy, der hat es mir dann nicht so leicht gemacht. Aber wie gesagt, ihr seid alle auch herzlichst eingeladen zu mir in den Stream. Stream ist in der Regel unter der Woche ab 19 Uhr. Und dann so bis 22 Uhr ist immer so der Plan. Gute 3 Stunden und am Wochenende dann etwas länger. Aber wie gesagt, da schaut es gerne rein, wenn ihr Lust habt. Und natürlich ist es gar nicht so leicht, wenn man in so einer Runde ist, dann streamt, weil man muss auch dementsprechend noch ein bisschen kommentieren. Aber ich kann euch verraten, ich werde da immer ein wenig ruhiger, wenn ich so merke, so hoppala, die Runde, die entwickelt sich gerade in eine gute Richtung. Und wie jetzt 9 zu 10, da geht auch noch was. So, jetzt den AMX. Alle 3 schön ins Ziel gebracht. Damit ist jetzt ausgeglichen, nämlich 10 zu 10, also womit man es nicht mehr unbedingt gerechnet hätte, wenn man zwischenzeitlich geschaut hat, ist dann jetzt gerade am Wahrwerden, nämlich der Momentum-Change. Für alle Football-Fans und euch wissen sofort, dass ich sehr gerne ran NFL-Football schaue, weil da wird das auch häufig gesagt. Und genau das trifft aber hier gerade ein, denn die waren so dominant in Führung liegend und auf einmal geben sie das ganze Game aus der Hand, wie man ja hier sieht, 10 zu 10. Ich habe übrigens jetzt die nächsten Granaten auf Premium vorgewählt. Das liegt jetzt nicht dran, weil ich mir denke, hoppala, der 10er und der 9er oder der 10er und die 8er, die sind jetzt zu hart. Aber ich witter hier so ein bisschen mein Panzers. Deswegen sieht man jetzt hier unten schon ganz gut blinken, dass ich da Premium vorgewählt habe. Der erste verpufft in der Panzerung, aber der zweite, der sitzt. Und damit 5600 Damage. Und jetzt seht ihr, da hoppala. Das Objekt hat nicht mehr viel. Cannavon und VK, die sind aber noch voll. Der VK übrigens kam danach auch direkt in den Stream und hat sich ein wenig, also nett, ganz sympathisch noch geschrieben, von wegen, ich war der VK. Schade, dass du mich weggeschossen hast. Also ganz netter Kerl, dass er gleich noch reingeguckt ist. Aber ja, ich habe natürlich mir den VK vorgeknöpft, weil ihr seht, das Objekt, das hat nicht mehr viel. Cannavon da links. Und VK sehe ich schon, hoppala, super, der steht mit der Seite zu mir. Deswegen erstmal den Cannavon jetzt. Den ersten Hit, weil wenig Hitpoints. Und jetzt der erste und der zweite in den VK geballert. Und jetzt seht ihr 13-11 und plötzlich schaut das Thema nämlich verdammt gut aus, dass wir hier den Sieg nach Hause holen. Und da muss man sagen, ich glaube, ich habe nicht wirklich viel besser machen können in der Runde, als ich es hier gemacht habe. So, da ist der erste Kill. Das war der Krieger und hier kommt auch noch der 7. Kill. Also in dem Fall wirklich für mich eine verdammt geile Runde mit 6982 Damage, 11 Enemies Vehicle oder 11 Gegner habe ich Schaden zugefügt und 7 habe ich zerstören können. Also da muss ich sagen, besser kann es gar nicht laufen. Ihr könnt euch sicher sein, dass solche Runden nicht immer bei mir im Stream der Fall sind, aber ab und an findet halt auch mal ein blindes Huhn das Korn. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.